Was? 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 Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, ja, er ist immer noch am Start. Sieht man das? Sieht man das? Der arrogante Gipsboss ist zurück, liebe Freunde. Und deswegen gibt es aufgrund meiner Behinderung heute auch wieder ein Video, das die Schnittskills einer Adobe Premiere Pro CC Masterclass aufweist. Nicht? Ja gut, wegen dem Gips natürlich auch. Aber Leute, ich habe mir gedacht, heute ist es wieder mal Zeit zu reagieren. Es hat sich ja einiges getan im YouTube-Business und wir müssen heute unbedingt wieder reinschauen. Aber vorher, schaut auf Instagram vorbei, MaxOBMI. Hier auf jeden Fall abchecken, hier habe ich auch ein Foto, ein neues, das mit meinem Gips gemacht, das eindeutig bemitleidenswert ist. Also schaut auf alle Fälle vorbei und lasst ein, ja, ein bisschen Mitleid da. Ich bin schon arm, ganz ehrlich. Dementsprechend schlecht ist auch der Schnitt, aber das macht nichts, weil wir dich trotzdem feiern, lieber Maximilian. Gut Leute, nicht mehr länger quatschen, wir schauen direkt mal rein in das Video, um das es heute hier geht. Justins Antwort auf die Anschuldigungen. Nein, Freunde, ich habe natürlich sehr viele Nachrichten von euch bekommen, dass ich unbedingt auf genau dieses Video reagieren soll. Aber im Großen und Ganzen kann ich nicht viel dazu sagen. Ist er arrogant? Jeder ist zu einer gewissen Art und Weise arrogant, der einen Erfolg hinlegt. Vor allem kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wo ich damals in seinem Alter das erste Mal durchgestartet bin als Unternehmer und Kohle verdient habe ohne Ende, war ich auch arrogant. Ich habe mich einfach unfassbar gefühlt, weil ich auf einmal so viel Geld zur Verfügung hatte, dass ich mir geile Dinge leisten konnte, eine coole Karre fuhr. Und dementsprechend hat man natürlich auch eine arrogante Attitude. Aber wenn man wen dann näher kennenlernt, so wie er das auch angibt, dann ist das natürlich wieder was anderes. Ja, man ist nicht, wenn man auf Du- und Du-Basis miteinander, keine Ahnung, Zeit verbringt, immer noch arrogant. Also weniger Leute sind das. Die dann wirklich noch arrogant sind, da rennt dann was anderes schief. Aber ich finde das eigentlich nicht verwerflich. Das ist meine Meinung dazu. Ich finde es nur witzig, dass Kiel hier so einen Aufruhr betrieben hat und Justin sich so auf den Schlips getreten gefühlt hat, dass er da unbedingt ein 16 Minuten 30 Video dazu machen musste. Also wenn man mir vorwirft, dass ich arrogant bin, dann sage ich Njah! Okay, Freunde. Auf welches Video reagieren wir heute? Steht eh schon im Titel. Wir reagieren heute auf das Video von Lion. Das Outfit von Gurkensohn. Wie viel ist dein Outfit wert? Das schauen wir uns heute an, denn Gurkensohn ist ein eigenes YouTube-Phänomen, das momentan hier ziemlich abgeht. Und dementsprechend schauen wir da mal rein, was hier modetechnisch am Start ist. Und da ist sicher viel Flex dahinter. Okay. Mega 2 ist der nächste Typ. Was labert ihr so lange? Ah, da ist er schon. Hallo Gurkinger! YouTuber getroffen. Und zwar, wie heißt du? Gurkensohn. Gurkensohn. Ja, alles gut, ne? Und bei dir? Ja, auch. Was machst du hier? Ein bisschen rumgelaufen und dann habe ich dich getroffen, ne? Ja, normal. Ja. Auf jeden Fall, Leute, wir müssen uns echt mal das Outfit von Gurkensohn. Geil. Die Jutebeutel und diese Flipflops. Bombe. Ein bisschen näher anschauen, ne? Ja, normal. Und vor allem, was du so für deine Klamotten bezahlst. Das ist ja auch mal interessant, was ein YouTuber wie Gurkensohn für ein Outfit hat und was er dafür bezahlt. Ja, nochmal, können wir gleich klären, auf jeden Fall. Okay, bevor wir anfangen, bitte irgendwas noch loswerden. Boah, was will ich loswerden? Oder wollen wir direkt ins Detail gehen? Nein, gehen wir direkt ins Detail. Ja? Ich bin schon so aufgeregt, weißt du? Ja, okay, alles klar. Lass mal direkt unten anfangen. Ja, okay. Was sind das denn für... Es sind, weiß ich, wie man die nennt, Flipflops oder... Wieso weiß man nicht, wie man Flipflops nennt? Ja. Die Dinger nennen, die habe ich heute gegönnt, ne, bei Kick. Ja. Richtig schöner Laden. Kick ist ein richtig schöner Laden, also da gibt's gar nichts. Geil. Bin gespannt, was die gekostet haben. 5 Euro oder so? Kickstore, 1,99. 1,99. Ich bin ja komplett weltfremd von diesen Preisen. 1,99 für Flipflops. Aber Leute, da könnt ihr mir nicht erzählen, dass die auch nur eine Saison lang halten und unter welchen Umständen die produziert wurden. Also das ist alles andere als Fairtrade. 1,99? Ja. Das ist aber günstig. Ist ja gar nicht kalt so. Nö, ist schön erfrischend bei dem Wetter heute. Nee, wirklich jetzt. Ja. Ja. Okay, entspannt. Was haben wir noch? Hose. Hose. Die ist schon ein bisschen älter, ne? Ja. Die trage ich meistens, also in der Regel immer. 4,99. 4,99 für eine Hose. Und ich denke mir, ich bin cool, weil ich euch Hosen unter 30 Euro empfehle. Video
hier oben nochmal. Aber die schauen besser aus als die, ja. Ja, reduziert, ne? Wo hast du die her? New Yorker. New Yorker? Ja, yeah, genau. Wo gehst du denn am liebsten einkaufen? Boah, bei mir ist es relativ, aber am liebsten eigentlich so Kick eigentlich, ne? Bei Kick am liebsten? Ja, genau. Warum ist die Qualität da besonders gut? Nee, oder? Weil die Preise sehr gut sind. Ah, die Preise? Ja. Yeah. Ja, Qualität ist scheißegal, die Preise müssen stimmen. Genau. Ah ja, okay. Perfekt. Und was haben wir noch? T-Shirt? Ja, genau, T-Shirt. Das ist Diesel, ne? Die? Ah, doch. Ja, genau, das ist ein Fake. Ich meine, ja, na klar ist mir die Gucci-Tasche aufgefallen, aber kann ja auch sein, dass er gleich sagt, dass er die, keine Ahnung, vom Sperrmüll gefunden hat oder irgendwo auf einem Bazar in Istanbul gekauft hat. Die habe ich aus dem Urlaub. Ich war früher Ägypten-Urlaub. Ja. Was meine ich? Mir gegönnt. 3 € hat es gekostet. Aber ich glaube ihm das nicht. Vor allem, ich glaube nicht, dass es wirklich ein Fake-Shirt ist. 3 €? Ja, genau. Oh, das ist schon echt ein Kannst du auch harter gucken. Preis. Ist ein Fake, ne? Fällt's mir nicht glauben. Nein, ich glaube. Also doch. Na, schau nach, bitte. Ja, glaub, das sieht auch Fake. Okay. Finde ich gut. Ich aus, also. Ja, auf jeden Fall. Okay, was haben wir noch? Jacke. Die habe ich für 40 Euro mit. Boah, da hat er ordentlich gespendet. Gekauft. Für 40 Euro? Ja, genau. Woher? Ach so, auch von Diesel hier. Ja, genau. Ich weiß nicht, kennst du Distrikt? Das ist jetzt bei uns so bekannt. Distrikt? Ja, das haben wir gehört. Ja, genau. Die war halt runtergesetzt, ne? Also, so ich finde find die original Diesel. Ja, die ist original. 40 Euro. Ja, genau. Ja, aber die ist halt übergeblieben, weil die keiner kaufen wollte. Die, also mich selber spricht die nicht an, das ist keine Wendejacke. Also mich selber spricht die gar nicht an, ich hätte die unter keinen Umständen genommen. Und wenn die liegen bleibt, naja, logischerweise gibt es Prozente drauf, bis sich irgendjemand erbarmt, der meint, das ist ein super Preis, so wie Gurkensohn her, und sich die Jacke schnappt. Also 40 Euro, deswegen. Das ist echt schon ein guter Preis für eine Dieseljacke, muss ich ehrlich sagen. Genau. Was haben wir noch? Hier in der Tasche. In der Tasche, da? Nein, nicht die hier. Ach, Bruder, sag es doch. Da wolltest du schon ablenken, ne? Ja, alles gut. Die ist ein Fake, ne? Das weiß in der Regel fast jeder. Aber okay. Lass mal lieber nicht so Fake sagen, weil das Video wird sonst demonetarisiert und ich krieg keine Kohle rein. Was? Wenn man Fake sagt, kriegt man keine Kohle mehr? What the fuck, warum? So, scheiße, die ist... Alles cool, Mann. Die ist schön. Die habe ich geschenkt bekommen. Gucci-Tasche, ja, genau. Hast du geschenkt bekommen? Ja, genau. Was ist sie wert? Boah, ich habe keine Ahnung, weil... Was würdest du denn sagen? Ja, aber ist ja fake, oder? Sag mal, du Preis, ich hab davon keine Ahnung. Ich weiß nicht, wenn sie original ist, so 500-600 Euro, aber die ist ja nicht original. Nee. Weil, was zahlt man da? 10 Euro? Ja, ich glaube, kommt schon hin, ne? Ja. Ich war übrigens vor kurzem auf der HypeCon. War das die? Ja, es war die HypeCon. Und die hatten mir ernsthaft jemand aus der Maximilian Army dort einen Supreme Gummiball um 15 Euro gekauft und mir den geschenkt. Das habe ich mega nett gefunden, aber das ist mir auch mega unangenehm. Freunde, schenkt mir nichts. Ich weiß dann nie, wie ich tun soll. Aber trotzdem nochmal danke an den Ehrenmann. Oh, wie ist das so? Entschuldigung. Was war das denn? Weiß ich nicht, Entschuldigung. Willst du niesen, oder? Nee, alles gut. Achso, okay. Sorry. Was wollte ich sagen? Bei dieser Gucci-Tasche, die ist ja fake. Ja, genau. Dein T-Shirt ist auch fake. Ja, genau. Trägst du denn viele Fake-Klamotten? Ja, auf jeden Fall. Also in der Regel habe ich nur Fake-Klamotten. Ja. Jetzt, weil du nicht viel Geld für Mode ausgeben möchtest, aber trotzdem Markenklamotten tragen möchtest? Oder woran liegt das? Weil ich nicht so viel Geld habe. Ja. Und warum soll ich irgendwo Klamotten kaufen, da wo nichts draufsteht, für den gleichen Preis? Will ich auch mit Marke, weißt du? Sieht ein bisschen eleganter aus. Ja, so ein bisschen. Also die Marke hebt das dann so ein bisschen an und sagst, ne? Ja, genau, auf jeden Fall. Okay, was haben wir noch? Ach, ganz kurz nochmal eine Frage. Ja, nochmal. Du hast aber er gibt es offen und ehrlich zu und sagt, dass das Fake sind, wenn man ihn drauf anspricht. Also so auf der Straße, wer spricht ihn drauf an? Aber wenn man ihn drauf anspricht, gibt es offen und ehrlich zu und sagt, ja, ich kaufe mir das alles Fake. Was? Ja? Dann vielleicht in Ordnung ist? Ich weiß nicht, ich bin trotzdem kein Fan davon, Fakes kaufen. Ich bin... Keine Ahnung, das gehört sich einfach nicht. Irgendwo rennst du doch damit herum und allein durch das Tragen willst du ja zeigen, dass es echt ist, was es aber nicht ist. Und noch dazu förderst du eine Industrie, die nicht gefördert werden sollte.
Sicher haben die großen Modemarken sehr, sehr viel Geld, aber vielleicht wären die auch billiger, wenn es nicht so viele Fakes geben würde. Nein, wären es natürlich nicht. Das ist ja eine Gucci-Tasche. Ja, was genau hat man denn als Gurkensohn in der Gucci-Tasche drin? Kann ich dir zeigen? Hier ist nichts drin. Ein Portemonnaie. Portemonnaie. Wenn ich Glück habe, ist da ein bisschen Geld drin und meine Karten halt, ne? Also was für Karten? Hier, Personalausweis, Führerschein. Ach und so. Okay. Ja, also genau. Führerschein hast du auch? Ja, genau. Okay. Noch. Okay. Keine Ahnung, auch vom Kick, denke ich mal, ne? Auch vom Kick. Denke ich mal, ich bin mir nicht sicher. Ist leer. Ja, das ist normal. Ich habe hier ein bisschen Kleingeld. Also Kleingeld für den Parkauf. Ja, genau. Ja, okay, entspannt. Anscheinend echt Leder. Ja, echt Leder. Was zahlt man dafür ungefähr? Ja, ich bin ehrlich, die habe ich geschenkt auch bekommen. Also auch geschenkt bekommen. Ich habe keine Ahnung, 5 Euro? 5 Euro. Denke ich, ne? Ich weiß es nicht. Normal. Okay. Ich hab gar keine Ahnung. Okay, also outfit-technisch hast du nichts mehr an, ne? Ja, meine Unterhosen, ne? Achso, Unterhosen. Zu sehen? Nö. Er hat noch diese uralten Polyester-Seiden-Unterhosen, die wir damals als Kinder in der Schule getragen haben. Mit diesen Simpsons drauf und diesen Snoopy, einfach die trägt er noch. Wahnsinn. Was zahlt man für so ein Auto? 4-5 Euro. 6 Euro, wenn es teuer herkommt. Ja, das hört sich jetzt komisch an, aber die habe ich auch geschenkt bekommen von meiner Mutter zum Geburtstag. Okay. Ja, weiß ich nicht. Was hat meine Mutter bezahlt? Erdmama. Die gibt in der Regel auch nicht viel Geld aus. Ich sag mal so, 5er maximal. Denk ich mir so. Ist jetzt keine Marke, ne? Weiß ich nicht. Ja, okay. Keine Marke. Sonst hast du nichts mehr, ne? Ja, hier ein bisschen. Ich hab geshoppt. Willst du gucken? Achso, machen wir erstmal Gesamtpreis von seinem Outfit, Leute. Blende ich jetzt hier ein. 69,98. Geil. Kurz nochmal eine Frage jetzt zu deinem Outfit. Ja. Yeah. Du trägst ja viel, viel Grün. Also Grün ist halt... Ja, gucken so, normal. Deine Lieblingsfarbe. Ja, genau. Auf jeden Fall. Wie kommt das? Das war Zufall. Also das lag so beim Kleiderschrank drin. Achso, das war jetzt, hatte jetzt keine Bedeutung, dass du Grün trägst. So richtig, ist ehrlich gesagt Zufall. Also eigentlich habe ich... Weil es ist schon abgestimmt, gell? Also wir sehen hier dieses Grün, das mit dem Camouflage voll zusammengeht. Dann haben wir hier so leichte Jeans-Akzente, die den gleichen Blauton haben wie das Shirt. Und hier nochmal am Shirt selbst Grün. Man kann jetzt sagen, ja, das ist ein Akzent, der gesetzt wurde. Aber ich glaube, ich kann mich erinnern, dass auch die Flipflops grün waren. Also es ist eigentlich gut abgestimmt. Ich hätte erwartet, dass du sagst, wegen Gurke. Ja. Dass du die Farbe gerne machst. Ich trage alles, außer Rot. Rot ist keine Farbe, weißt du? Aber sonst ja, okay. Ist richtig Zufall. Okay. Ja. Okay, entspannt. Was hast du denn da in der Tüte? Die habe ich mir ein bisschen gegönnt. Erstmal war ich bei Lidl. Ich habe mir ein bisschen Gurken gekauft, ganz normal. Ja. Das sieht man. Und wann werden die verspeist? So zwischendurch, oder? Nee. Zwischendurch ein Gurkgenuss. Ich bin nach Hause auf jeden Fall. Ach so. Ja, weil jetzt habe ich schon gegessen vorhin. Ja. Bin ein bisschen satt. Hier, guck mal, 10,96 Euro. Ah ja, zeig mal ein bisschen Kamera. 10 Euro. Das gehört zum Outfit dazu. Das kann man schon mal machen. Und das? Fürs komplett, fast komplett Outfit. Ja, genau, kann man so sagen. Zeig ich euch. Hier, was ist das? Du kennst dich am meisten aus, ne? Achso, das ist ein. Sit-Shirt oder so. Ein Longsleeve Langarm T-Shirt. Ja, genau. Ein Longsleeve Langarm T-Shirt. Sleeve-Shirt. Mit langen Ärmeln. So. Für 1,99, ne? Ja. Perfekt. Und dann habe ich noch 2 T-Shirts gegönnt. Wieder zu voll, siehst du, grün? Ja. Auch 1,99 war im Angebot. Ja. Oh, ach, egal, ne? Weißt du? Auch schon wieder ein Grün in deiner Lieblingsfarbe, ne? Ja, genau. Und dann noch ein T-Shirt in Schwarz, weil ich bin fett und dann sieht man das bei mir so ein bisschen elegant aus, so schwarz, weißt du? Normal. T-Shirt, auch 1,99. Ja, was habe ich noch? Ah, die Tüte habe ich gekauft. 1 Euro, war da am teuersten gefühlt. Die Tüte, ah, okay. Ja. Eine umweltfreundliche Leinentüte. Ja, genau. Sehr gut. Gurkensohn ist auf Bio unterwegs, das sagt mir. Damit man das schön sieht, dass es vom Kick ist. Ja. Herr Gurkensohn. Ja. Kurze Frage an dich. Wie viel Geld gibst du denn für Mode aus im Jahr? Kann man das sagen? Boah, lass mich lügen, ey. Sagen wir Fuffi, ey, obwohl das schon viel Geld ist. Na, im Jahr 50 Euro, das ist schon zu wenig, Freunde. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, auch wenn du bei Kick einkaufst. Aber wenn du 5 Shirts kaufst, okay, eins kostet 2 Euro, ja, das wären dann 15 Shirts maximal im Jahr. Und du brauchst ja auch noch Hosen, Jacken, na, 50 ist zu wenig. Was kostet eine Daunenjacke für den Winter bei Kick? Sicher nicht weniger als
30 Euro, oder? Schreibt es in die Kommentare. Also ja, 50 Euro. 50 Euro im Jahr für Klamotten. Boah, wenn überhaupt, wenn überhaupt. Na! Das, die sind so alt, die Sachen. Ja. Ich kaufe mir, die Regel, in der Regel hält so eine Jacke bei mir 5 Jahre. 5 Jahre? Ja, normal. Einmal gekauft und fertig. Die sieht auch schon ein bisschen älter ja, aus. Ja, die ist auf jeden Fall älter. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Okay, perfekt, Gurkensohn. Hast du denn noch irgendwas, was du in die Kamera sagen möchtest? Irgendeine Message, jemanden grüßen? Ja, ich möchte auf jeden Fall erstmal alle grüßen. Und der wichtigste für mich ist Jonathan. Ich grüße dich einmal. Jonathan, auch ich grüße dich. Das war das Outfit von Gurkensohn. Und ich muss eines dazu sagen, ich habe den Trend und den Hype um Gurkensohn noch nicht so verfolgt. Aber wenn hier Leute auftauchen, die sehr speziell sind und so eine eigene Schiene fahren, bin ich da oft skeptisch, ob das Ganze nicht geschauspielert ist. Aber ich habe den jetzt das erste Mal für längere Zeit in einem Video gesehen und ich muss sagen, er ist wirklich sehr, sehr authentisch. Also ich nehme ihm das auch ab. Ich glaube auch, dass dem das alles scheißegal ist und dass der einfach irgendwas trägt und da wirklich spart. 50 Euro im Jahr ist übertrieben, aber ansonsten ein echt realer Typ und ein Original. Und das feiere ich natürlich umso mehr, als wie wenn hier eine Attitüde gefaked wird oder man sich besonders überlegt, wie man ankommt. Also Natürlichkeit und Authentizität vor Eingebildetsein. Freunde, das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt mir auch eure Meinung zum Outfit, zur Denkweise, was Klamotten betrifft, was Gurkensohn angeht. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Schaut auf jeden Fall auf Max oben mir auf Instagram vorbei. Lascht ein Like da, lascht Liebe da, liebe Freunde. Das war's von mir, euer verkrüppelter Maximilian.